Jeder Mensch kann 10 Liegestütze. Wir müssen nur 7 machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Oh, fuck, Leute. Scheiße. Okay. Erstmal können wir die Stream-Beschreibung ändern. 147. Aktualisieren. Oh. Ach, noch die 5 vom Brunnen. Okay. Okay, noch die 5 vom Brunnen. 5 vom Brunnen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Jesus Christus. Okay. Nochmal aktualisieren. 5 dazu. Also 152. Okay, so, also, switchen wieder ins Game. Und wir machen es jetzt so. Am Ende von DS2 sieht Matteo aus wie sein Char. Ja, das könnte gut sein. Wir versuchen nochmal einen Run. Einen Run, wenn ich sterbe, also mein letztes Leben jetzt sozusagen. Gut. Eieiei. Puh, bin ich im Arsch. So. Live-Game, okay. Haben wir da ein paar von noch? Ja. So, letzter Versuch. Alter. Fuck, war das knapp? Das war fucking knapp. Fast wäre es vorbei gewesen. Was? Wenn du jetzt jedes Mal Push-Souls machst, wirst du nie wieder leveln, wenn du dir 100k als Ziel setzt. Könnte sein, ja. Es könnte echt sein. Ja, vielleicht machen wir. Wir machen ja nicht immer Push-Souls. Wir machen ja nur Push-Souls, wenn wir Push-Souls machen. Skelett machen wir auch noch mal ganz kurz. So, jetzt die Frage, kriegen wir die hin oder nicht? Kriegen wir die hin oder nicht? Also wir rennen erstmal zu dem Dude hier hin. Und dann hauen wir ab. Jetzt sollten wir hier fighten, hier ist eigentlich gut Platz. Ich sollte mich nicht fighten, weil da ist zu viel Platz.
Okay, wir haben sie. Also man kann die schaffen auf jeden Fall. Jetzt weiter geht's. So. Wie kriegen wir... Oh. Also da war ein Hebel, meintet ihr. Ich bin ja schon dran vorbeigelaufen wahrscheinlich, oder? An dem Hebel. Kann ich eigentlich runterfallen? Okay, das heißt, der rote Dude ist weg. Wir hauen jetzt nochmal die beiden hier. Oder die laufen wieder zurück, oder was? Okay, die laufen wieder zurück. Also wir healen uns einmal voll. Keine Tipps. Okay. Wo? Okay, wir werden jetzt einfach sterben. Aber es ist der letzte Versuch, danach ist der Stream vorbei und dann machen wir es am nächsten Mal weiter, weil das ist kein richtiger Boss, das ist ja mehr so ausweichen. So. Ist hier ein Hebel. Das war schlecht. Wo ist ein Hebel? Ich sehe keinen Hebel. Hier ist das Ding. Leute, wo ist hier ein Hebel? Oh, was? Echt? Leute, wo ist der Hebel? Wo ist der fucking Hebel? Ich sehe ihn nicht. Wie kam ich raus? Warte, wo ist der Hebel? Da war er doch. Wo war der? Ich habe ihn nicht gesehen. Wo ist der Hebel? Wo seht ihr den denn? Wie sieht der aus? Wie sieht der Hebel? Ach, da! Oh. Ich hab einen Hebel. Alter. RIP. Lebt er die ganze Zeit wieder? Wahrscheinlich. Scheiße. Ich hab keinen Heal mehr. Doch, ich hab noch Dings. Fuck.
Er sprintet nicht mehr, doch jetzt. Oh nein, hier ist ein Typ. Fuck. Okay. Also, ich brauche mehr Healing. Dann muss ich den Hebel direkt ziehen. Und dann vielleicht nur gegen das Pferd kämpfen. Okay. Ich habe ja gesagt, ich mache es nicht nochmal. Ich mache noch einmal. Ein letztes Mal. Oder machen wir den morgen? Machen wir den morgen. Oh fuck. Alter, was macht ihr denn hier? Gut. Renn durch. Scheiß drauf. Wisst ihr was? Wir können noch komplett durchrennen. Also was soll der Geiz? Das komplett durchrennen. Nehmen wir jetzt ein Dings. Wir rennen. Wozu jedes Mal die Typen killen? Doch scheißegal. Okay, jetzt verstehe ich warum. Naja, wir können ja trotzdem durchrennen. Ich hatte eh keine Seelen, oder? Ich muss ja eh gerade eben alle machen. So, wir rennen jetzt einmal direkt durch. So, wir machen uns... Okay, wir benutzen... Also, passt auf. Wollte ich nicht... Fuck! Warum habe ich das genommen? Das wollte ich nehmen. Matteo, meintest du nicht 100.000 oder 10 Uhr? Nee, heute nicht. Am Morgen muss ich früh raus. Ich habe gedacht, dass wir es vielleicht am Donnerstag mal probieren. Aber die 100.000 oder 10 Uhr haben wir heute nicht angesagt. Aber sie sehen so super buff aus. Sie sind so ein Tier, ne? Wir sind so ein Tier. Ohne Scheiß. Wenn wir jetzt ab jetzt alle Dark Souls Spiele, wirklich Push Souls spielen, könnten wir ein Cosplay von diesem Typ hier machen. Ich mache mir einen Schnurrbart. Frisur ist eh schon ähnlich. Das Kinn noch rot anmalen und wir sind dieser Typ. Wir sind original dieser Typ. Warum haben wir jetzt 60 FPS? Ich sehe nix. Warum haben wir jetzt 60 FPS? Leute, wurde irgendwas unlocked oder so? Warum haben wir 60 FPS? Das verwirrt mich mega krass. Ich kann nicht mit 60 FPS spielen jetzt. Ich habe die ganze Zeit mit 40 gespielt. Ah, fuck. Bin ich tot? Nein, ich bin noch nicht tot. Ich bin jetzt tot. Dürfen wir den ziehen? Ne, lass uns nicht ziehen, oder? Oh!
Alter. Nein, 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 nein. Ah. Oh, den können wir schaffen. Ich will jetzt nicht aufhören. Ach so. Ach so, die Summoner. Okay, alles klar. So, also, wir machen das nochmal. Ich mach den heute noch. Scheiß drauf, ich kann nicht schlafen gehen. Ich mach den heute noch. Mir reicht's. Ich mach den heute noch. Sorry, wir machen den heute noch. Ah, ich hab nicht gecheckt. Alter, ouch. Ich hab nicht gecheckt, dass die Summoner die Skelette machen. Ich dachte, das Pferd beschwört die Skelette immer wieder neu. Aber wenn ich die Summoner killen kann und dann alle down sind, dann ist ja nice. Okay. So, erst auf der Seite bleiben. Auf der. Oh, scheiße. Ich komm da nicht mehr durch. Ich komm da nicht mehr durch. Ich komm noch durch. Okay. Okay, wir müssen die Summoner killen. Okay, ich hab's gedrückt, aber es kam nicht raus. Was ein bisschen strange ist, aber okay. Alter, jetzt krieg ich Damage hier oder was, weil er hier durchgerattert ist. Ach, fuck, Mann. Okay, nochmal. Okay, das könnte jetzt... Oh, das könnte die ganze Nacht jetzt gehen. Okay, ich verspreche nicht, dass ich ihn heute noch machen werde, aber ich werde es versuchen. Oh, Mann, 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 Mann. So. Gerollt. Warum sprintet er nicht? Ich verstehe das nicht. Drück die Taste falsch oder so. Also er sprintet irgendwie nicht. Nee, 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 nee. Töte vorher alles, dann erst den Hebel ziehen. Ja, aber das ist doch mega schwer, alles zu töten. Matteo, 10 Liegestütze, sonst ist Chat traurig. Ja, okay, ich gebe euch dann die 10 Liegestütze, wenn wir fertig sind. Mache ich dann am Ende. Er spielt mit Tastatur.
Alter. Ich muss mal diesen Roll an diesem einen vorbeikriegen, der mich immer peitscht. Also, der ist da. Der ist hier. Ja, okay, mit so viel können wir reingehen. Ein bisschen Schaden ist okay. Guck mal, jetzt fängt er an zu sprinten. Wow, wow, wow. Jetzt fängt er an zu sprinten. Irgendwie ab und zu drücke ich die Sprint-Taste und er sprintet erstmal nicht. Und dann erst nach so 2-3 Sekunden sprintet er los. Oh, das war knapp, Leute. Okay, versuchen erstmal den einen Caster, also den Beschwörer, zu killen. Oder hier ziehen wir den Hebel. So, wo sind die? Alter. Fuck! Ich will den. Ah, das war dumm. Ich bin reingerollt, statt. Ich hab die Taste noch nicht rechtzeitig gedrückt. Ja, es gibt wahrscheinlich schon mehrere. Ach so, wenn meine Ausdauer leer ist, dann muss ich erst die wieder auf. Ah, da muss ich komplett laden, damit ich lossprinte. Okay, alles klar. Danke, Andi, für den Tipp. Also ich glaube, es gibt zwei Summoner. Also ich meine, ich hätte zwei gesehen. Ich weiß, dass ich in diese Nischen ausweichen kann. Dass ich einfach drin bleiben sollen, glaube ich. Shit, jetzt bin ich low. Aber okay, versuchen es so. Also, wir müssen erstmal die Caster finden und die Caster töten. Okay, ich verstehe es nicht. Ich drücke es, aber es kommt nicht raus. Hä? Ich drücke das richtig viel früher und er kommt... Ich hatte doch volle Stamina, oder? Hä, hey, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ich habe es genau gedrückt und dann passiert gar nichts und dann werde ich erst gekillt. Wieso sammelt er eigentlich den Loot nicht ein? Macht mich wahnsinnig. Marth, warum soll ich denn mitten in einem Kampf Loot einsammeln und ein Risiko eingehen, dass ich geschlagen werde, statt einfach nach dem Kampf entspannt den Loot einzusammeln? Ist nicht viel schlauer, danach den Loot einzusammeln? Stell dich doch in die Einbuchtung. Ja, wenn mein Roll-Button immer gehen würde, wenn ich es drücke, dann bräuchte ich die Einbuchtung nicht.
Okay, jetzt zum Beispiel kann ich nicht wieder sprinten. Jetzt erst, wenn es voll ist. Okay, das verstehe ich. Wow. Okay, so. Dann lass mal los. Ist hier ein Dings? Nein. Hier ist auch kein Caster. Nein. Blut lasse ich liegen für Marv. Hier ist auch kein Caster. Auch kein Caster. So, wir suchen den Caster. Da. Bleib mal kurz hier drin stehen. Hey Leute. Okay, in den Einbuchtungen stehen bleiben ist keine gute Idee, weil dann die Skelette an einen rankommen. Matteo, es gibt auch eine linke Seite, so wie mit dem Hebel. Die Einbuchtungen sind nicht mein Freund. Kriegen wir aber hin. Also es fängt langsam an Spaß zu machen, weil ich checke, wie das funktioniert. Haben wir low health. Ich sehe nix! Alter, läuft der Typ da volles Rohr in meinem Sichtfeld. Schnell, schnell, schnell! Alter, das ist doch nicht euer Ernst! So. Ey, es kam wieder nicht raus! Ich verstehe das nicht. Warum? Ey. Leute, meine B-Taste funktioniert offiziell nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Es geht... Also ich drücke die B-Taste und es kommt nichts raus. Also gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich das B blockiere oder so? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ab und zu geht die B-Taste einfach nicht. Also ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich es nicht raffen würde, wann ich drücken muss. Krieg's ja sonst auch immer hin, aber es kommt einfach nichts raus. Hey? Weil ich zeige, wir machen das jetzt so. Ich kann es euch nicht sagen. Wir bräuchten eine Dingscam. Okay, und hier kann man auch nicht. Cool. Nice. Wir bräuchten eine Buttoncam. Dass man sieht, dass ich den Button drücke.
So, Achtung. Ich sage euch, wann ich drücke immer, okay? Ich laufe jetzt. Ich laufe jetzt. Und ich drücke jetzt. Cool. Zu früh. Ich laufe jetzt. Ich laufe jetzt. Ich heile. Ich laufe. Und ich drücke jetzt. Funktioniert. Wir sammeln kurz Seelen auf, weil es eh egal ist. Wir rennen jetzt hier um die Ecke. Laufe und ich drücke jetzt. Da ist der Healer, der Caster meine ich. Der Caster ist down. Dann hier wieder zurück. Wann kommt das Dingelchen? Drücke jetzt. Okay, warum sterben die eigentlich nicht? Ich drücke jetzt. Der trifft mich, obwohl ich seitwärts laufe. What? So, junge Frau. Okay, cool. Cool. Ich kann das nicht blocken. Gut zu wissen. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Nice. Der nackte Schnurrbartmann hat's wieder gemacht. 22.000 Seelen. Made it. Okay, gut. Das heißt, wir haben den besiegt. Hier ist jetzt offen. Wir gehen weit. Ah, wir können den Loot holen. Wir können den Loot holen. Können wir den nach dem Loot gucken für Mars? Ist hier überhaupt noch Loot? Die B-Taste funktioniert übrigens nicht. Brauche ich aber auch nicht, die B-Taste. Ah, hier ist einer. Ist das hier ein Caster gewesen, der weggerannt ist? Oh, was ist denn hier los? Ah, da sind noch die Whip-Gegner. Okay, die lassen wir einfach mal stehen. Und die 12 Wunder-Push-Ups nicht vergessen. Ja, die machen wir gleich am Ende. Okay, wir laufen jetzt ein bisschen weiter. Der war schon ganz cool, der Gegner. Mal sehen, wo es jetzt hier weitergeht. Wir healen mal zur Sicherheit. Und schauen, ob wir hier ein Bonfire finden. Ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja! Ja, 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 ja! Und hier ist ein junger Mann. What is it? Ah, you trot long now. This place won't be any fun. Not for you.
Oh, krass. Ist das hier Dead End oder was? Geht's hier nicht weiter? Mit dem hier können wir nichts reden. Oh, you took long now. This place won't be any fun. Not for you. Okay, also ich kann nichts mit ihm machen. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Wenn es nicht weitergeht. Kilin ist ein dreckiger Mörder. Du musst einen Effigy benutzen. What is it? Oh, you trot long now. This place won't be any fun. Not for you. What is it? Es ändert nichts. Oh, you trot long now. This place won't be any fun. Not for you. Also an welche Statue? Was muss ich hier tun? Du musst aus dem jetzigen Covenant raus, Trollchat. Kill den Typen einfach und fertig. Wir wollen echt töten? Okay, Chat, töten, ja oder nein? Töten, ja oder nein? Danach sind wir fertig. Asgard schreibt nein. Nein, nein, nein. Zwei, nein, nope. Ja, 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 tot, tot, nein, nein. Nein, vielleicht nein. Okay, wir töten ihn nicht. Gut, dann war's das jetzt. Wir bleiben einfach hier stehen. Das war's für Dark Souls, mit Dark Souls für heute. Wir schauen mal hier kurz rein. Eddie Cologne hat 5 Euro dagelassen und schreibt, damit im Chat nichts mehr untergeht, such dir einfach eine Waffe mit Attacke, die zuverlässig vor dir in einer geraden Linie den Boden trifft und warte mit dem Schlag, bis der Lizard festhängt. Und jetzt hau die kleinen blauen Pisser mal kaputt. Vielen Dank, Eddie Cologne. Tim Telligent. Ja, der heißt so. Hat auch gesubbt mit Prime. Nero92 hat gesubbt mit Prime für 10 Monate. Schreibt Bondra's Love. Leute, ihr rockt. Dankeschön. Wopinio hat gesubbt mit Prime. Eddie Colonna hat gesubbt mit Prime für 2 Monate. Anregard White, denke ich mal, hat für 12 Monate mit Prime gesubbt. Und schreibt ihr geilen, ey, Herz. Dankeschön. IGSX hat gesubbt mit Prime. Papa Franks Partyampel hat 1 Euro da gelassen und schreibt, bitte, bitte schau dich mehr um. Du hast heute bereits 50% allen Loots übersehen oder einfach liegen gelassen. Den Nebelwald zum Beispiel hast du gänzlich geskippt. Feels Batman. Das war vor 3 Stunden. Ich glaube, wir haben den Nebelwald jetzt gemacht. Slow0110 hat 5 Euro da gelassen und schreibt, Sonderspende für Matthäus. Geile Pushen. Dankeschön. Imo hat gesubbt mit Prime. Ulf die Fee hat gesubbt mit Prime für 4 Monate. Zohet hat gesubbt mit Tier 1 für 6 Monate. Schreibt Strich oder Punkt. Badril hat 5 Euro dagelassen. Schreibt auf weitere Begegnungen in Dark Souls. Zunge raus, Smiley. Dankeschön. Lightning Paddy hat gesubbt mit Prime für 4 Monate und schreibt, haben wir morgen freigenommen. Also gönn dir ruhig richtig lange Dark Souls 2, Brudi. Ja, also hier bis 2:30 gab es Dark Souls 3 fast. Levo 12 hat gesubbt mit Prime. Emma 5 hat gesubbt mit Prime für 9 Monate. Schreibt, was? Und die Coops hat gesubbt mit Tier 1 für 9 Monate. Tatze hat gesubbt mit Prime.
Und ich glaube, davor haben wir alle vorgelesen. Ja! Nice. So, wir machen jetzt noch unsere Liegestütze. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Achso, weil wir ja auf dem Weg hierhin ein paar Mal gestorben sind. Stimmt ja. Ja, also, Push Souls. Mein Fazit, ich mache erstmal 12 Liegestütze. Es ist hart. Also es ist richtig schwer, erst bei 100.000 Seelen abzugeben. Wir haben es heute kein einziges Mal geschafft. Wir haben insgesamt weit über 100.000 Seelen verloren. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, deswegen, wir müssen mal gucken. Also ich werde nicht jedes Mal Push Souls machen, wenn wir Dark Souls spielen. Aber es ist schon ganz witzig eigentlich. So, das war's jetzt. Wir sehen uns morgen wieder. Und zwar um wie viel Uhr sehen wir uns morgen wieder? Ich glaube, ab 16 Uhr geht sie wieder weiter. Dann sind Gino, Niklas, Hauke und ich da. Und wir spielen zu viert. Human Fall Flat. Da habe ich mega Bock drauf. Das war ein richtig, richtig, richtig geiles Spiel bei der LAN. Und das machen wir jetzt. Übrigens, FTL, wahrscheinlich am Donnerstag. Kann mir jemand sagen, wann ich am Donnerstag da sein muss? Bin ich am Donnerstag ab 18 Uhr hier? Weiß ich nicht. Okay, wir denken an die letzten Worte. Danke, Maurice. Stimmt. Denken an die letzten Worte. Oh, was? Ab 16 Uhr am Donnerstag? Ich bin am Donnerstag ab 16 Uhr schon hier. Ja, geil. Dann können wir am Donnerstag... Lass uns dann mal erst mit FTL starten. Und dann spielen wir richtig schön lange FTL. Ich weiß nicht genau, wie lange. Und danach geht's weiter mit Dark Souls. Weil ich habe auch richtig Bock auf FTL, muss ich sagen, aktuell. Der Hardrun hat es mir angetan. So, die letzten Worte. Guck mal hier. Die letzten Worte, könnt ihr das sehen? Das könnt ihr nicht sehen, ist zu hell. Die letzten Worte kamen gestern von mir. Hier, Matteo unterschrieben. Und es gibt keine neuen letzten Worte. Das heißt, ich mache jetzt doppelte letzte Worte, oder was? Hat ihr keine letzte Worte vorgelesen? Na gut. So, die letzten Worte. Machen wir es mal hier so. So, die letzten Worte kommen von Anonym und er schreibt Hype.